So, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, der Ali Meier und ich, wir sind heute aus Recherchezwecken hier einmal nach Bad Birnbach gefahren. Alle Welt redet vom autonomen Fahren. Wir schauen uns das Ganze jetzt an und fahren hier im ersten selbstfahrenden Bus mit Linienbetrieb Deutschlands. Jawohl. Ja, ich kann schon mal sagen, man sitzt bequem, oder Ali? Wir haben alle Platz. Hätten sogar noch außer uns ein paar Platz. Klimatisiert ist auch. Und 6 Personen können gleichzeitig mitfahren. Warte mal schnell, ich gehe mal schnell raus. So, 16. Jawohl. Ganz klar und schnucklig. Super Bus. Ja, jetzt schauen wir einmal, wie er fährt. Kabeltrommel braucht er keine. So. In wenigen Augenblicken geht's los. Dann werden wir Bad Birnbach noch erkunden. Genau. Also wir fahren jetzt die ganze Strecke hier in Bad Birnbach. Und zwar insgesamt sind es 1,5 Kilometer. Das fährt der Bus hier im Rundkurs. Und ja, man sieht schon, alles Hightech da herin. Nur es gibt keinen Fahrersitz. Die nette Dame, die gleich mit uns mitfährt, die ist nur zur Sicherheit da. Ist eigentlich gar nicht nötig für den Betrieb, aber im Moment fährt sie halt noch mit. Sie hat uns gesagt, dass sie uns nachher gerne ein paar Fragen beantwortet. Sind wir schon gespannt aufs Losfahren. Also jetzt der Fall, ne? Jawohl. Jawohl, jetzt fahren wir. So, kommen noch ein paar Mitfahrer? Ich glaube nicht. Nein. Dann fahren wir. So, Türen zu. So. Ruhig und kaum merklich setzt sich der autonom fahrende Bus in Bewegung. 4 Haltestellen gibt es insgesamt. Genau, es gibt insgesamt 4 Haltestellen. Drei? Drei. Jawohl. Super, auch der Fußgänger passt auch drauf. Also. Ah, ja, jetzt ist er gerade stehen geblieben wegen Fußgänger. Mhm. Super funktioniert das. Mann, oder? Der hört auch nicht meistens. Ja, ich war den ja seit Beginn. Mhm. Okay. Wie ist die Nachfrage an sich hier? Ja, sehr groß. Ich bin so heiß, es sind viele Leute beim Baden, aber also heute war ich eigentlich immer voll. Okay. Mhm. Zwischendurch mal nur 2 oder 3, aber ansonsten immer 6. Wir hatten auch schon 10.000 Mitfahrer seit Oktober. 10.000 Mitfahrer? Seit Oktober. Aha. Hatten wir vor 3 Wochen. Mittlerweile sind es mehr, aber wie viel genau weiß ich. Es ist auch bis jetzt noch nie was passiert. Nein. Also bisher noch keine Zwischenfälle. Ein Hindernis erhält, weil Hindernis immer konsequent an. Da fahren das Auto, wir da wahrscheinlich auch anhalten, könnte abwerten, ja. Der steht nämlich zu weit auf seiner Spur. Man sieht seine Spur, ja. Die Reifen abbricht stellen auf der Straße. Ja. Da muss er fahren, anders kann er nicht fahren. Und wenn da was im Weg steht, bleibt er stehen. Aha. Ah, okay, sehr gut. Sehr gut. Lokalisieren tut er sich über GPS. Das ist, glaube ich, eh bekannt, ne? Mhm. Mhm. Super. Ja, also der steht zu weit raus und wir stehen. Mhm. Merken Sie es? Hindernis wird erkannt. Super. Hindernis wird erkannt. Aber ich muss jetzt eingreifen. Ja, weil er kann nicht ausweichen. Mhm. Er fährt wie auf Schiene, mhm. Er muss so fahren. Ich muss jetzt einschalten in manuellen Modus. Aha. Okay. Und lenke mit Joystick. Super. Mhm. Erstmal ein bisschen rückwärts. Dann muss ich ihn wieder auf seine Spur bringen. Sonst will er nicht. Also
auch konsequent dann natürlich dort auf den Strecken auch dafür sorgen, dass keine Hindernisse vorhanden sind. Oder am besten keine vorhanden sind, wenn er komplett autonom fahren soll. Ja, ist aber schwierig, wenn er irgendwie in Straße, ne? Ja. Ja. So. Jetzt zieht er sich, jetzt habe ich wieder umgeschaltet. Ich muss aber auch schauen, dass er in seiner Spur wieder ist. Ich kann ihn jetzt nicht auf den Rasen stellen, da kann er jetzt nicht selber in seinen Spur zurück. Also nach wie vor live hier aus dem autonom fahrenden Bus in Bad Birnbach. Servus an den Markus, danke für den Gruß. Ja, ein sehr angenehmes Fahren, schön klimatisiert hier herinnen. Ja. Und wie ist denn der Stromverbrauch an sich? Ohne Klimaanlage fährt er leicht 12 Stunden mit dem Akku, aber mit Klimaanlage müssen wir mittags fahren, wir dann mal 2 Stunden zwischen. Mhm. Weil dann braucht man natürlich mehr Akku mit dem Klima. Ja. Ja, und was auch noch sehr interessant ist, hier stehen ganz viele Passanten an den Straßenecken und schauen sich an, wie der Bus hier hält. Jetzt sind wir hier an der Haltestelle. So. Und es geht wieder weiter. Herrlich ist das. Was ist das Livestream? Genau. Oder was? Genau. Ja. Ja, aber wie heißt eure Seite dann? Also, ich sende es privat. Ich bin in Unterschleißheim der zweite Bürgermeister und wir sind ja aus Recherchezwecken. Also, Stefan Grimmer ist mein Name. Hallo. Grüß Gott. Also, da findet man es auch. Ah, ja. Grimmer. Genau. Okay. Na, gleich noch eine Karte. Ja, schönes Fahren. Na, das ist wirklich super. Ohne Fahrer. Mit strenger Aufsicht. Ja. Wird sie auch schon drauf sitzen bleiben? Nee, also stehen darf ja keiner. Darf sie mal? Natürlich. Manche möchten unbedingt aufstehen, aber dann darf ich nicht erlauben, weil wenn die dann stürzen. Ja. Mhm. Hightech. Bestandteil davon. Autonomes Fahren. So angenehm hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich muss auch sagen, ich vertraue diesem Bus. Ja. Ja. Oder? Ja. Ich Ali? Den LKW von also ich vertraue ihm schon. Ich kenne ihn ja selber. Ja. Nee, man fühlt sich sehr sicher in dem Fahrzeug. Und ich glaube, man sieht auch, dass die Mehrheit der Leute es so fühlen und spüren. Ja, und steigen alle gern ein. Genau. Was haben wir vorher an der Haltestelle gehört? Wir haben ihn schon sehr lieb gewonnen in unserem kleinen Bus. Ja. Das stimmt. Das soll später mal zum Bahnhof. Ja, ab Herbst. Ab Herbst schon. Weiß man das genau, also leider nicht, aber so. Ich glaube, mal September, Oktober spätestens. Ah, da wird die Strecke nochmal verlängert? Ja. Und wie viele Kilometer dann? Das war nur 2 Kilometer außerhalb. Aha. Jetzt fährt er ja nur diese 700 Meter. Mhm. Aber da muss er dann die 2 Kilometer fahren. Beziehungsweise fahren wir dann mit 2 Bussen. Mhm. Einer fährt hier, der andere fährt zum Bahnhof im 30-Minuten-Takt, um die Züge zu erreichen. Okay. Ja. Mhm. Das wird sicher noch mehr genutzt. Und bis. Wie kommt man an eine Vorkammer für die Züge? Für die Züge? Ja. Wenn man mit dem Automat nicht vertraut. Achso, ich wollte gerade sagen, da ist ein Automat, ne? Ja. Na, da ist nur ein Automat, wenn du sagst. Wenn sie jemand davor stellt, der Zug kommt, dann haben sie den Kontakt. Ja, im also Zug, wenn man kontrolliert wird, super Sache. Traum. Ja, vielleicht. Der Traum. Und mit den Zügen, man weiß jetzt nicht so Bescheid, ich bin nur beim Bus. Ja, heute noch so beim Atrium kaufen, die Fahrt. Aber jetzt wohl nicht mehr. Da sollen sich mehr Politiker trauen, so etwas einzuführen. Wahrscheinlich, ja. Ja, also da ist natürlich
Wenn das irgendwann mal ganz autonom fährt, dann sind es nur die Fahrzeugkosten, die Lauf- und Betriebskosten. Naja. Also, ja, kostet. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, der mal nach Bad Birnbach fährt. Super Geschichte. Jetzt mal. Direkt vom Rathaus. Wird auch noch geil. So. Direkt vom Rathaus. Das Rathaus von Bad Birnbach. Der kann da auch natürlich nicht öffentliche Wege. Das ist ja öffentlich. Ja, das ja. So. Wir rücken. Ja, wir dürfen nicht stehen, glaube ich, oder? Ich habe nur noch einen Platz eigentlich. Naja, vielleicht. Ja. Ach, wir machen jetzt Platz, oder? Genau. Ja. So, also wir haben es gesehen, wir gehen den Rest. Jawohl. Wir machen vielen Dank. Platz frei. Okay. Vielen Dank. War sehr interessant. Danke. Wiederschauen. Danke. So, dann schauen wir uns noch an, wie er sich jetzt in Verbindung setzt. Also, ja. Ali, war eine schöne Geschichte, oder? Jawohl. Sehr interessant. Super. Man sieht auch die ganzen Sensoren hier. Aha. Rundum, voll ausgestattet mit Sensoren. Da kann ja, eigentlich auch nichts passieren. Sensoren, genau. Mhm. Also ja. Wenn ich jetzt fahre, können Sie gerne mal da vorne hinlaufen. Okay, ja. Das machen wir gleich. Jawohl. Wir werden jetzt den Bus gleich stoppen als Hindernis. Moment, das probieren wir. Ja, super. So. So, Achtung! Überfährt er mich? Nein, tut er nicht. Super. Das funktioniert. Autonomes Fahren. Ali, super. Was sagst du? Einmal super Geschichte. Ja. Probiert es einmal aus in Bad Birnbach. Noch kostet es nichts. Wir können es euch nur empfehlen. Vielen Dank an die Deutsche Danke. Bahn. Und ja, wir verabschieden uns. Dankeschön. Alles Gute. Danke.